Ja, Leute, das soll das spektakuläre Silvesterfeuerwerk in meiner Heimatstadt Köln werden. Ihr habt richtig gehört, genau. Diese neueste Idee hat jetzt die Stadt Köln bezüglich Silvester, der Silvesternacht. Und das Ganze wird Lichtfeuerwerk genannt. Läuft darauf hinaus, man möchte den Leuten das Böllern, ja, verboten ist es ja nicht. Wir haben es ja auch in Niedersachsen gesehen, dass das Ganze rechtlich nicht ganz einwandfrei ist, wenn man es denn verbietet. Und dementsprechend haben sie die Idee jetzt in Köln zu sagen, stellt euch alle 5 Minuten circa an den Lichtschalter um Punkt 0 Uhr und dann macht das Licht immer mal wieder an und aus. Vorher soll man allerdings noch hingehen und sein Fenster möglichst bemalen oder irgendwie anders farbig verkleiden. Ich zitiere jetzt hier von Twitter, von der Stadt Köln. Macht mit beim Kölner Silvesterfenster. Wir wollen das neue Jahr mit dem spektakulären bunten Lichtfeuerwerk aus unseren Wohnungen heraus begrüßen. Und dann so ein Party-Smiley. Beklebt, behängt oder bemalt eure Fenster. Um 0 Uhr lassen wir die Lichter immer wieder aufleuchten. 4 Herzen in verschiedenen Farben. Infos findet ihr hier silvesterfenster.köln. Erstens, so bist du dabei. Erstens, Fenster bunt bekleben, bemalen, behängen, beleuchten. Um 0 Uhr Licht anschalten, rausschauen und das Fenster immer mal wieder aufleuchten lassen. Köln zum größten Lichterfeuerwerk der Welt machen. Und dann gibt es hier natürlich auch noch Tipps, wie es bunt wird. Fingerfarben gibt es, bunte Tücher oder Schals, die man da vorhängen könnte, Geschenkpapier, Recycling, transparente Bastelbögen, Backpapier und Wachsmalstifte, Papier und Taschenlampe. Also Leute, ich frage mich allen Ernstes, was mit der Gesellschaft in Deutschland los ist. Ich finde das auch nicht mehr amüsant. Ich finde das nur noch erschreckend, was hier 2020 passiert. Verschiedenste Kommentare bei Twitter, so zum Beispiel Michael Kremser heißt da, wenn man gestern noch gedacht hat, es geht nicht bekloppter, wird man heute eines Besseren belehrt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mitmacht, ob ihr das auch so toll findet. Ich finde es wirklich erschreckend, was für komische Ideen jetzt gemacht werden. Weil nochmal, wenn man das Ganze jetzt nochmal rational betrachtet, gibt es ja zahlreiche Belege dafür, so zum Beispiel auch Oberlandesgericht in, hab den Ort vergessen, das auf jeden Fall für Niedersachsen zuständig ist, die bestätigt haben, ja, es gibt natürlich ein paar Böllerunfälle, aber die belegen auf keinen Fall die Stationen, die benötigt sind für die C-Patienten. Und deswegen wird das Ganze hier ja eigentlich nur ad absurdum geführt, wie ich finde. Schreibt eure Meinung unten rein, was haltet ihr davon? Macht da mit, ist das super Lichterfeuerwerk, ja oder nein? Bis zum nächsten und ciao.